Hallo, herzlich willkommen zurück mal wieder in Grillchunkies Hardware-Ecke. Jawohl, ich bastel wieder am PC. Ein paar von euch werden es wissen, die 3080 Ti, die Grafikkarte, wo mich die EUDA rausgeschmissen hat, ist kaputt gegangen, ausgebaut vom VPIN, die Grafikkarte eingebaut, dass mein Rechner gelaufen ist und ja, jetzt sind mittlerweile fast 6 Wochen vergangen, habe ich endlich Antwort bekommen, Grafikkarte auf Garantie und was soll ich sagen? Es ist eine 4090 geworden. Also noch ein Ticken besser. Noch einen großen Ticken besser. Einen großen, viel Ticken besser. Ja, den Karton kann ich jetzt so rumwuchten. Der ist leer. Ich habe unbedingt schon mal reinschauen müssen. Aber ja, wir gucken sie dann nachher ganz genau noch zusammen an. Und ja, nachdem ich ja die EUWIX einer kleineren Grafikkarte entsorgt hatte, wollen wir doch jetzt gleich einmal wissen, was mein Engelchen dazu sagt, dass ich eine ganze große bekommen habe oder mir bestellt habe. Hallo. Was sagst du dazu? Hammer. Ja, es war wirklich so, wir sind beide zusammen vorm PC gehockt. Nachdem ich ja die Gutschrift für die andere Grafikkarte bekommen habe, da hat Manu tatsächlich gesagt, nimm die größere, entweder gescheit oder gar nicht. Richtig. Ja. Was allerdings noch dazu gehört, das Netzteil nach sich gezogen hat. Also Leute, der Karton ist voll, den kann ich nicht rumwuchten. Das Zeug ist alles bockschwer. Ein Rock Tor 1000 Watt Platinium 2. Ja, und das wird ein Heidenspaß einzubauen. Weil dieses Netzteil hat seitlich ein schönes Display, ist beleuchtet und mein PC ist da unten zu, ist noch zu, der wird aufgeschnitten. Ja, jetzt machen wir aber nachher dann erst das Unboxing nach dem Essen und dann werde ich so langsam loslegen mit der PC-Bastelei. So machen wir das jetzt. Schatz, ich habe Hunger. So, meine Lieben, dann wären wir soweit. Wie gesagt, die habe ich schon mal einmal draußen gehabt. Und noch anzumerken ist, ups, das war der Standfuß von der Cam. Das ist die OC-Variante, also die etwas bessere sogar noch. Es gibt noch größere 4090, aber die werden dann noch teurer und das bisschen, was die dann Leistung mehr bringen, nein. Ja, und jetzt der Hammer, echter Hammer. Viele werden sie ja schon kennen, aber so richtig, Leute, man muss die Grafikkarte einmal selber in der Hand gehabt haben, um ja zu wissen, wie groß die eigentlich ist. Wer wissen will, ob eine 4090 in sein Gehäuse reinpasst, ja, der nimmt einfach eine Tastatur und hält eine Tastatur rein, weil viel um zu einer Tastatur ist nicht. Über die Grafikkarte werde ich jetzt nicht allzu viel sagen, brauchen müssen. Da gibt es schon 100.000 Videos. Die Grafikkarten gibt es ja jetzt auch schon länger. Aber ja, bei mir ist es halt jetzt endlich soweit. Gut, was haben wir dann hier unten drin noch? Soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich meinte, da muss noch das Anschlusskabel sein. Und ein verstellbarer Grafikkartenhalter. Okay, werde ich zusätzlich neu machen. Plus meinen roten diesen hier. Den werde ich dann auch entsprechend kürzen. Der kommt natürlich auch wieder mit rein. So, das brauchen wir.
Was haben wir hier noch Schönes? Ein Kärtchen. Oh, braucht eigentlich kein Mensch. Time to gear up. Da muss ich schauen, ob der Kabelsatz nicht direkt am Netzteil dabei ist. Da haben wir dann auch irgendwie sowas noch. Ich weiß zwar nicht, für was man das Zeug braucht. Quick Start Guide. Naja. Das werde ich mir nachher schnell mal angucken. Grafikkarte, Holder. Ja, also der ist definitiv angebracht bei dem Gewicht, was die Karte hat. Ich schaue jetzt hier erst einmal rein. Danach liegt die Grafikkarte auf der Seite und wir spielen oder wir gucken uns das Netzteil an. So, dann kommen wir zu dem Rocktor Platinum 2000 Watt. Also hier kommt auch einiges raus. Ja, für das Kabelmanagement, Kabelhalter. Gut. Oh, schön. Okay. Sehr schön. Dann haben wir das Kabelpaket. Also den brauchen wir definitiv, den brauchen wir nicht. Gucken wir mal, was sie hier noch Schönes drin haben. Ich denke, das komplette Kabelpaket. Jawohl, das sind schon Sleeve-Kabel. Glaube ich zumindest. Ne, das sind keine. Das sind welche. Jawohl. Ja, ich denke, das sind alle Kabel drin, wo wir nachher brauchen werden. Das heißt, ich werde erst einmal aus meinem PC das alte Netzteil ausbauen und komplett sämtliche Kabel rausmachen. Die Motten, hey. So. So sieht es aus. Noch eingepackt und hier an der Seite haben wir eben ein Display, was den aktuellen Stromverbrauch angeht. Und dazu muss ich dann im Gehäuse eben das rausschnippeln. Ich will das jetzt sehen. Komm jetzt raus, du Feigling. So. Also die Folie hier drauf ziehe ich ganz zum Schluss erst ab. Tja, dann beleuchtet. Ist eben auch synchronisiert mit meinem Aura-Sync dann. Ja. Wenn ich einen freien Port noch dafür habe. Ja. Genau so sieht das Netzteil aus. 0 dB Fan. Okay. Nee, da darf der Lüfter ruhig laufen wir mal. Ja. Dann haben wir das jetzt auch gesehen. Dann stelle ich das alles nochmal auf die Seite.
werde dann meinen PC runterfahren und dann geht's hier mit meinem PC direkt weiter. So, da haben wir das Vieh stehen. Und dann werde ich jetzt erst einmal beide Seitenwände und den Deckel wegmachen, einfach dass das Gehäuse etwas handlicher wird. Tja, und da ist meine GTX 1070. Die fliegt raus, Netzteil hier unten, und hier sieht man schon, hier ist komplett geschlossen. Da werde ich ein schönes Sichtfenster reinschnibbeln. Tja, dann fange ich mal an zum Zerlegen und hole euch ab und zu dazu. So, alle Deckel und Seitenteile weg. Mal das Display zu mir drehen. Tja, und hier meine 1070 und zum Vergleich die 4090. Also, es ist ein ganz schöner Unterschied. Naja, gut, die 3080 war ja auch schon größer als die 1070. Das wissen wir ja. Aber es ist schon ein ganz schöner Klopper. Ja, soweit alles weg. Und jetzt die ganzen Stromkabel raus. Oh, und dann geht es auch schon weiter. So Leute, ich habe mittlerweile das ausgeweitet. Die Halteplatte an das neue Netzteil dran. Und jetzt werde ich das einmal neu schrauben schnell, um zu sehen dann, wie weit das reingeht und wie weit ich das ausschneiden muss. Weil das ist jetzt eher so eine Schätzung nachher. Doch. Ich versuche so weit wie möglich hier runter zu kommen. Ja, werde ich mir auf alle Fälle abkleben mit Klebeband. Sauber Linien ziehen. Alles sauberst abkleben, auch innen. Und dann rausflexen. Ja, flexen, ihr habt es richtig gehört. Aber dazu seht ihr nachher mehr. Ich zeichne jetzt das alles an, klebe das alles ab und dann sehen wir uns wieder. Ja, und das ist die Arbeit, vor der es mir am meisten gegraust hat. Scheiße. Einfach nur Scheiße. Netzteil geht nicht ganz rein. Hier ein Abstand steht hier unten am einen von den zwei Lüftern an. Sprich, ich muss hier unten drin auf einen Lüfter verzichten. Das kotzt mich ja an. Ganz gewaltig. Weil, Kamera umstellen. Hier war einer, wo schön die Luft von unten reingeschaufelt haben. Da muss ich jetzt auf einen verzichten. Blöd gelaufen, ist leider so. Aber, tja, dann baue ich mal den Lüfter aus. Tja, kann ich leider nicht ändern. Und einen kleineren habe ich, glaube ich, nicht. Ja, verdammte Axt. Aber dann habe ich mehr Platz für Kabel da unten drin. Ja. Wenn ich mir das Corsair-Netzteil neben dem Asus-Netzteil anschaue, dann ist mir schon klar, warum mir hier ein bisschen Platz fehlt unten drin. Hilft nichts, raus mit dem Lüfter, vielleicht irgendwann einmal einen anderen rein und gut ist, da hängt da drin, der muss raus. So, so mit Licht und so, geschaut, dass ich das, ja, die Kante halbwegs erwische. Hier mache ich einen kleinen Ausschnitt noch neu wegen der Beleuchtung da oben. Ja, und hier entlang jetzt kann ich dann meine Linien anzeichnen. Also hier genau an der Kante entlang geht es runter. Dann hier irgendwo rüber, da hoch und wieder hier rum. Aber das muss ich jetzt noch genau austüfteln, wie ich da die Linien setze. So, das ganze Sichtfenster ist jetzt soweit angezeichnet. Ja, das muss ich jetzt rausschneiden, raustrennen. Da werde ich dann wirklich noch alles komplett abkleben und von innen so wie eine Tasche dagegen, also dass man da innen rein nichts fliegen kann und hier außen auch nicht. Und zusätzlich noch mit dem Staubsauger. Und wie mache ich das? Tja, da mein alter Dremel bei so dreckigen Dieben geblieben ist und ich den nicht kriege, habe ich mir ganz einfach einen neuen geholt. Mhm. Ja, und mit so einer Trennscheibe schneide ich das dann raus. Ganz genau. Aber das seht ihr dann noch ganz genau. Aber zuerst einmal
Livestream machen und dann abkleben und rausschneiden. Ja,